macht ihr denn, Jung? Hört mal auf, die Leute zu rammen. Weg ist er. Hier geht plötzlich auch im Real Life die Sonne auf. Das heißt, ich sehe einfach mal... Okay, ich bin auch nicht so wendig. Das muss ich ja schon zugeben. Okay. Wieso gehen wir nicht zerstören? Wieso ist das rot? Ich hab doch hier alles kaputt gemacht. Egal. Ah, genau, kein Flieger. Ich will jetzt nur mal gucken, wie... Ah, keine Zielerfassung erforderlich. Da sind wir aber zu wenige, als dass das lohnen würde. Aber schön wenig gestreut, meine Waffen so. Also die sind... Ja, das ist schon so ein schöner Schuss, der ziemlich zielgerichtet ist. Bei dem anderen war das etwas... Oh, Warp rein. Warp rein, Galatea. Stoppen mal. Das Ding ist ja doch schon recht groß. Wir entfernen uns mal bitte vom Superunglück. Hallo, Galatea. Oh, weg hier. Genau deswegen. Wir wollten uns gerade vom Superunknoten verpinkeln. Genau, schieße ich halt nochmal auf die... Kampfstoffe der Hammer auf Leitwarp ins System. Schützen Sie die Galatea. Galatea schützen. Das sind Bomber. Bam. Feindliches Geschwader eingetroffen. Jo. So dick wie die aussehen, müssen das Bomber sein. Na. Und nach oben. Die Skorpion. M wieder, angleich. Feuer frei. Bam. Wunderschön. Läuft auf jeden Fall diesmal viel besser und etwas geordneter als die anderen. Gut. M. Warum rammen denn immer die Schiffe? Das muss doch echt nicht sein, oder? Schön auseinandergeflext, Jungs. Schön. Die nächsten gehen kaputt. Achtung, wir haben Besuch. Gut. Dann schießen wir mal eine davon ab. Gesehen? Was für eine Explosion. War. Die hat ja auch erstmal einiges hier zerrissen. Das reicht auch jetzt. Taurus? Taurus? Ah, nee. Das ist nicht die Taurus. So wie Taurus, wie letztes Taurus. Irgendwas greift die da große Sache. Ja, auf die Galatea anzugreifen. Ich versuch's jetzt auch mal mit gezielteren Schüssen. Ist glaube ich auch besser, dass ich ja nicht so wenig das Schiff habe. Im Nahkampf ist es vielleicht ein bisschen... Und vor der... Liegt der gerade direkt gegen die Galatea? Ja. Das tat. Wow. Wow. Nee, das ist eine Taurus wieder. Ich wollte eigentlich gerade die anderen. Das sah irgendwie nach groß... einer etwas größeren Art von Waffe... Waffenplattform-Jäger-Ding aus. Aber jetzt kann ich auch, also ich finde, da, komm, Rakete regelt. Brauche Waffennachschub, rufe Versorgungsschiff. Jo, mache. Stirb! Tschüss. Gut, funktioniert doch alles. Galatea hat nur noch 70%, nicht gerade vorteilhaft. Was ist los? Achtung, wir haben Besuch. Zerstören Sie die Kamikaze-Jäger. Sie haben unzählige Sprengköpfe an Bord. Die Maula ist auf direkten Kollisionskurs mit der Galatea. Gut. Werden wir sie mal zerstören, wa? Oh.
Nein! Komm, 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 komm! Ja, ja! Ja! Ah! Ah! Ich hasse es, wenn große Kreuze explodieren, das merkt man immer! Die rammen alle die Galatea. Unsere Hülle ist stark beschädigt. Wir können uns nicht mehr lange halten. Erbitten sofortige Hilfe. Galatea fahrt jetzt nach Beta Aquilae. GLHF GG. Warten Sie, Alpha 1. Hier sind Ihre neuen Befehle. Bin noch nicht weg. Wo sind meine neuen Befehle? Weitere Befehle. Ich warte doch. Ich bin auch noch nicht weg. Wow. Ah! Wow. Okay. So ankommen Befehle. Incoming Transmission. Briefing. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich der shivanische Zerstörer Eva im Antares-System in der Nähe des Antares-Vega-Warp-Punktes befindet. Ihre Aufgabe ist es, zu diesem Subraumknoten zu warpen und dort das Gebiet zu erkunden. Zerstören Sie alle feindlichen Schiffe auf, die sie stoßen. Weitere Befehle erhalten sie während der Mission. Geschwader Delta, bestehend aus Medusa-Bombern, wird sie bei ihrer Mission begleiten. Falls sie weitere Hilfe brauchen, können sie Geschwader Epsilon hinzurufen. Galaktischer Terranischer Geheimdienst. Ende. Gott. Angriff. Da ist er weg. Verstanden. Sind auf dem Weg. Da. So, das sind ganz viele. Die Eva ist aus dem System gebaut, bevor wir sie erreichen konnten. Ja, bleib hier. Wir haben hier 4 shivanische beladene Frachter und 2 Transporter. Gut. Dann, alle Jäger. Alpha und Beta, versuchen Sie die Frachter zu zerstören, ohne die Ladung zu vernichten. Gehe jetzt zum Angriff über. Feindliches Geschwader eingetroffen. Die Shivaner lassen ihre Frachtcontainer zurück. Toll. Haben sie echt Angst? Zerstören Sie keinen der Frachtcontainer. Wir schicken mehrere Transporte, die die Frachtcontainer zur Basis zurückschleppen werden. Gut. Alle Jäger. Feind angreifen. Ich werde unter Feuer genommen. Komm, dock endlich an, Junge. Die werden eh alle entkommen. Schade. Wieder Bewaffnung abgeschlossen. Danke. So, jo, wir sind da voll. Oh, größere Explosion. Wartet! Nicht zerstört! Was denn? Da sind noch mehr von diesen Gangstern. Stehe unter Beschuss! Erbitte sofortige Deckung! Mann, sehen die komisch aus. Schön systematisch ausgemacht hier. Ich bremse mal auf 0 ab. Ja, ich bin in der Zielerfassung. Das hab ich gemerkt. Wieder anpassen. Nicht schlecht. So, alles hoch. Sind wir los. Langsam mal. Schade, ich wollte die Frachter eigentlich noch zerstören. Das ging aber so oder so schief. Stehe unter Beschuss. Erbitte sofortige Deckung. Ja, wir sind noch dabei. Das Problem war, ich hatte ja keine Munition wirklich und wirklich nur normal anzuschießen, die Dinger. Wäre wahrscheinlich auch nicht der Ball gewesen. Ich wollte kollidieren. Nein, 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 nein. Der will rauswarpen. Der will rauswarpen. Verdammt. Ja. Hätte mehr sein können. GTT Harmon nähert sich jetzt zum Andocken an shivanischen Frachtcontainer. GTT Markus dockt jetzt an shivanischen Frachtcontainer an.
sollt ihr doch scannen. Jesus. Hey, alle Schiffe. Formation annehmen. Verstanden. Wieder hinfliegen. Ja, war aber auch scheiße, gell. Ich habe gerade mein Versorgungsschiff gerufen, um das Ganze ordnungsgemäß sei ein Liebesschiff. Also Fracht unbekannt. Letzten gescannten Zustand. Transporter Darms, jetzt beim Andockversuch. Gut. Das sieht doch alles gut aus. Das ist die GTT. Stern von der GTT Elysium. Aber sieht doch hier alles ganz in Ordnung aus. Leider haben wir die Frachter nicht mehr zerstören können. Ist natürlich schade, aber... Ja. Wenn ich nur noch zwei Interceptors habe, hätte ich alles mit der Avenger. Wow. Verweigere den Befehl, an den chivanischen Frachtcontainer anzudocken. GTT Stern, Sie haben ausdrücklichen Befehl, an den chivanischen Frachtcontainer anzudocken. Bei allem Respekt, aber ich werde meine Besatzung dieser Gefahr nicht aussetzen. Also gut, Alpha 1, dann scannen Sie den chivanischen Frachtcontainer. Hab ich doch schon. Mit dem Container scheint alles in Ordnung zu sein. GTT-Stern nähert sich jetzt zum Andocken. Warum habe ich nur ein Gefühl, dass... Also da ist gerade eines dieser Frachtdinger explodiert. Wir wissen nicht warum. Ich hatte vorher alle gescannt. Und das Schiff hatte jetzt gerade verweigert und naja, hoffen wir mal, dass es jetzt nicht das gleiche passiert. Aber klar. Sieht es nur so aus? Ah. Die GTT-Stern wurde zerstört. Das ganze Frontschild dadurch zerrissen. Die Mission Toll. Ist beendet. Kehren Sie zurück zur Basis. Ah, was machst du denn oh, über mir? Verstanden. Verlasse jetzt das Kampfgebiet. Da. Raus hier. Dieser... Noteinsatz. Weil es ein bisschen unnötig. Naja, also ich hab gerne mal sowas, dass man es halt nicht immer so, jetzt haben wir so. Ja. Ich lese einfach vor. Wir konnten zwei der zurückgelassenen Frachtcontainer bergen. Laut Geheimdienst wird ihre Analyse wichtige Informationen liefern. Sodass der Verlust der Stern und der Dobbs nicht ganz umsonst gewesen ist. Für ihren steten Einsatz für die Allianz verleihen wir Ihnen die Medaille für gute Führung. Rechts zu sehen. Dass es Ihnen gelungen ist, alle chivanischen Transporter zu zerstören, ist beeindruckend. Leider ja nicht alle Frachter. Es hätte bestimmt noch was gegeben. Ja, Medaille für gute Führung 2. Ist das schon? Ja, wir hatten ja schon eine für gute Führung. Deswegen steht hier unten auch 2 darunter. Wir sind aber immer noch Leutnant. Vielleicht werden wir ja irgendwann nochmal befördert. So. Ich mache jetzt hier aber Break. Falls jetzt eine Videosequenz kommen würde, werde ich sie gleich annehmen. Also, ich sag dann mal, das war Free Space, The Great War. Ich bin euer Wavehood und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.